Was bin ich doch froh, dass wir zu diesem komischen Strand mit seinen Melonen nicht mehr hin müssen. Und ich bin auch wieder froh, dass ihr zu mir gefunden habt, zu Mario Sunshine. Und heute, wie es aussieht, denke ich mal, dass wir auch die Hälfte aller Insignien haben werden. Also jedenfalls in Zahlen. Ne? Wir ignorieren ja noch so ein bisschen unsere blauen Münzen, da ich die alle am Ende auf einmal abgeben werde. Aber dadurch haben wir halt erstmal nur sichtlich knapp unter 60 Sterne, 60 Insignien. Ich glaube, die krieg heute voll. Dim, 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 dim. So, erstmal eine ernst lustige Mission. Achterballonfahrt. Oh ja, aber sich ist die Uni so schlimm. Alles machbar, alles schaffbar. Erstmal wieder richtig rein in den Park an sich. Noch sieht nichts irgendwie ungewöhnlich aus. Die Achterbahn geht einmal durch den ganzen Park rum. Klar, wirkt sehr, sehr sicher. Aber gleich wird sich hier nochmal einiges ändern. Und zwar innerhalb von Sekunden. Jetzt sind hier überall Ballons von Bowser Jr. Und die müssen wir alle abballern mit einer schönen Fahrt. Wo ihr inzwischen wieder jam, 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 ne? Ah, diddeldum, diddeldum. Ich bin Mara von dem Buale Villas. Ha! Die Achterbahn bahnt sich durch meine inneren Bahnen. Die haben alle Eigennamen. Dummdidei, dummdidei. Ich bin Lara von den Bivale Vias. Jetzt ist die Achterbahn am lustigsten. Wie heißt du? Was sind denn für... Hat jemand schon mal gewusst, wie die heißen? Ich bin Kara von den Bivale Vias. Okay, welche, was heißt denn das? Wieder irgendwelche komischen Worte hier, wie die Schönheit oder was? Ich weiß es nicht. Ich will Achterbahn fahren. Der Park war ja tatsächlich die Mission... Oder die ganze Welt, wo sich die 30 blauen Münzen praktisch schon alleine ergeben haben. Die konnte man alle gut finden. Also ich zumindest aus der Erinnerung heraus. War nicht schlecht. So, warte mal, hier ist ja nicht die Achterbahn. Hier ist das Riesenrad. Wenn man Achterbahn fahren, muss man da hinten hin. Ah, über diese schöne Holzbrücke. Stimmt's, Lena? Ich meine, Alter? Hey, du Held! Die Achterbahn ist schon in Betrieb. Alter, er nennt mich Held. Ich hab schon den Titel weg hier, ey. So. Okay, die stehen hier alle an. Ich glaube, ich darf einfach so mitmachen, ne? Willkommen zur Wiedereröffnung der Achterbahn. Ein Wasserballon-Abschlusswettbewerb findet gerade statt. Versuch starten und dich vordrängeln? Ja. Oh, triffst du alle Ballons mit Wasserraketen, ehe die Achterbahn 3 Runden gefahren ist, gewinnst du. Wir überreichen dir dann einen Preis. Viel Glück. Oh je. Ich glaube, man kriegt jetzt schön Raketen und ist eigentlich wirklich komplett machbar. Man muss ein bisschen zielen, vielleicht ein bisschen... Na... Oh, was war das denn? Das war schon mal ganz schlecht. Ich habe irgendwie nicht getroffen, glaube ich. Oh, 3 auf einmal! Jawohl! Man muss immer bloß wieder blöd warten, bis man die Raketen bekommt. Ja, ich brauche erstmal Manisianisch! Ich muss erstmal checken, wo ich bin! Die Hitboxen scheinen aber auch sehr, sehr großzügig zu sein. Wow. Oder auch nicht. So, ach. Wo hier der richtige Winkel ist, um richtig zu ballern, muss man erstmal rausfinden. Learning by doing. Alter, wie schneller als die Rakete bin. Okay, gut. So, komm, krieg ich noch eine aus dem Winkel hier. Komm schon, Rakete, bitte. Ja. Perfekt. Und noch eine Rakete, bitte. Ist noch nicht. Es ist jetzt die erste Runde vorbei. Oh, die Rakete ist dagegen geflogen. Noch 2 Runden, Mario. Scheiße. Wirst du das jemals schaffen? Ich weiß es nicht. Sind wir doch hier da echt da durchballern und nochmal da 3 auf einmal treffen? Wir haben gerade mal die Hälfte. Aber haben noch 2 Runden. So. Ich kann nicht so gut nach unten gucken. Wartet mal, vielleicht. Haha, 2 Stück. Oder sind da nochmal 3? Wie soll ich die denn treffen? Mann, ich check hier alles. Wow. Okay, wir sind doch wieder 2. So, jetzt den letzten hier. Flups. Das erledigt. Oh, wenn ich hier so komisch nach oben gucke, dann kann ich mich nicht weiter nach unten drehen. Dann gehe ich lieber zu einem anderen Ballon und baller den ab. So. Aber die sind gegenlinken immer. Kann ich den erwischen da hinten? Und den da hinten vielleicht auch? Nee, den nicht. Okay, aber die beiden da sind aber nur 3 und ich habe nur eine Runde Zeit. Also alles gut, alles gut. Ja! Das ist die letzte Runde, weiter so! Du kannst es schaffen. Treffe ich den Schwung hier? Nee. Der würde drüber hinwegfliegen. Ich kann nicht weiter nach unten gucken. Och.
ich will weiter nach unten gucken können. Ja, du hast alle Ballons getroffen. Fantastisch. Easy going. Die sind doch alle wieder da. Verdammt, ich hab doch nicht alle getroffen. Hey, Betrug. Schiebung. Ich reg mich auf, ich beschwer mich. Oh, du hast es geschafft. Wie du siehst, sind die Ballons wieder da. Nein, wir verarschen dich nicht. Komm wieder, wann immer du willst und probier es erneut. Aber erstmal den Preis. Jawohl. Dankeschön, ihr kleinen Huschis. Wollen wir ja hin? Ja, ist klar. Geil. So, bravissimo. Gut, Mike, vielleicht so gleich die Mission mit dem Yoshi nochmal, ne, mit dem Yoshi-Express oder mit dem Yoshi-Karussell, wo wir dann halt nochmal in so eine Bonuswelt kommen mit unserem Dreckweg. Allerdings, oh, guck mal, wie weit der Schatten sich schon zurückgezogen hat, ja. Ist an sich schon alles wieder komplett cool hier. Sogar die hintersten Inseln, also die kleine Insel da, ist komplett sichtbar. Ein Traum. Oder geht zuerst doch, warte mal, ich glaube, ich gehe zuerst doch. Machen wir mal wieder der Reihenfolge nach. Das war doch eine der ersten Missionen sogar, ne? Auftritt Robobosa, das Geheimnis der Strandkanone. So, hauen wir den leider mal ein bisschen die digitalen Bob-Oms gegen die Birne. Und dann kommen wir da einfach schnell rein. Ja, wie jetzt hier auch einfach Yoshi ist. Ja, weil wir ihn eben überall schon freigespielt haben. So, ganz schnell hin, dann hört er auf zu schießen und schießt nur noch mit Bob-Oms. Düb, düb, düb. Danke, Mann. Oh, halt, was machen? Ja, irgendwie muss man die, So, okay. So, den nochmal hier nass machen, schön. Alter, ich sehe nichts, ne? Hab ich jetzt irgendwie getroffen? Habe ich ihn zweimal schon getroffen oder nicht? Werden wir es gleich sehen. Anscheinend nicht. Okay, nochmal. Hä? Ich bin, glaube ich, zu weit weg, kann das sein. Hau ab. So. Egal, geschafft! Boom! Boah, gleich Rinder in das schöne Leuchten! Ich kann gar nicht anders, ich muss einfach zum Licht. So, was war denn das? Ach, das ist ja der Quatsch! Easy going. Ganz, ganz, ganz easy going. Wie gesagt, ich kann ja auch, glaube ich, so ja länger in der Luft bleiben, als diese Dinger da verschwunden bleiben. Von daher, sammeln die 8 roten Münzen! Viel Glück, Mann! Hapsalalam. So, kurz mal waiten, da seht ihr, ist doch alles cool. Jetzt weiß ich halt bloß nicht, sind hier schon richtig viele? Sind hier 5 oder noch mehr? Oh, da ist noch eine. Alles kein Problem. Ich kann ja so lange in der Luft bleiben, wie ich will. So. Da hinten dürfte keine sein, ich soll straight hier nach oben. Ja. Und die letzten 3 sind hoffentlich wirklich hier. So, ja. Mario Sammel. Ah, die letzten 2 sind es ja nur noch. Yep, da hinten ist die letzte. Ich hab auch nicht mehr so viel Zeit. Easy going. Oh, das hat Spaß gemacht. Her damit. Nice! Yahoo, bravissimo! Gut, das war das erste Geheimlevel. Jetzt noch das zweite und dann haben wir die Welt auch komplett 100%. Mit den 30 blauen Münzen einfach 13 Sterne pro Welt. Ach ja. Und wir haben schon fast 30 Leben. Wir werden ja die Leben so ja gespeichert, wenn man mal hier die Konsole ausmacht, also in Anführungsstrichen, indem man halt, wenn man halt eine Aufnahmepause macht, Aufnahmesession ist zu Ende. Und dann werden deine Leben so ja gespeichert. Das Yoshi-Karussell. So, lohnt sich nichts, Yoshi hier schon vorne am Strand zu holen. Wir müssen ihn uns im Park selber holen. Sonst glaubt uns wieder keiner, dass wir den von mitgebracht haben. Nein, eigene Yoshis sind nicht erlaubt. Nur die Yoshis aus dem Park sind erlaubt. Ja, ja. Halten wir uns da dran, wir sind doch nett und ordentlich. So, was überleg schon, wo kriegt denn noch den 60. Stern her? Ne, für diesen Part jetzt so. So, was will Yoshi denn haben für eine Frucht? Eine Kokosnuss? Oh, soll ich die echt jetzt vom Wasser da hinten tragen? Ja, ich glaub schon. Oder hängen an jeder Palme Kokosnüsse? Ne.
So, hier liegen sie auf dem Boden welche. Ey, ist das cool. Leute, machen wir das Pachinko-Level heute? Dieses sehr, sehr tolle Level. Vielleicht mache ich das wirklich, weil das könnte so ja auch ein bisschen dauern. Eines der, ja, ominösen Level, die allen bekannt sind als Level, Schmutzlevel. Eines von, ich sage, für mich persönlich im Gedächtnis geblieben sind hier, zwei Missionen, die wirklich komplett bescheuert sind. Und auch einfach mega ätzend sind und sich, ja, nicht durchdacht waren. Oder man fragt sich, hä? Wie kann man denn so was, wie kann man denn so einen Fehler machen? Oder so ein Spiel, so eine Mission mal einbauen? Naja. Also in der Ansicht nach gibt es davon zwei. Ach, ist ja die falsche Farbe, stimmt ja. Oh, die Farbe muss auch noch stimmen, Leute. Ist das, kann das sein? Na, weil es fehlt ja kein rosaner Yoshi, es fehlt ein oranger Yoshi. Ja, okay, also schon mal die Frucht hier nehmen. Gürmsen. Gibt aber nur zwei Farben von Yoshis. Oder? Nee, warte mal. Ja, hier gibt es noch mehr, ne? Dünn, noch ganz dunkle Lieder, denn ich glaube, es gibt nur drei. Bei der Standard Grün gibt es ja nicht, weil Yoshi immer hier unter Einfluss von Früchten steht. So! Cool, Yoshi! Oh, das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen blöd. Weil überall links und rechts Münzen sind, aber okay, ich schaffe es. Cool. Yeah. So, wo sind überall die Münzen, hä? Boings. Viel Glück. Okay, anscheinend sind die nur auf der anderen Seite. Das ist auch schon mal schön. Hier kann man ja auch so richtig geil jetzt einfach hier rüber cheaten. Also die vielleicht nur auf der anderen Seite, die Dinger? Ich glaube ja. Okay, gut. Alle acht? Ist ja übel. Ja, tatsächlich, aber oh Mann. Ich habe jetzt keine Idee. Guck mal nochmal, wenn die hier rumfährt. Ich jetzt inne. Oh, ich bin so ein Trottel. Die sind genau dazwischen. Zwei Stück. Ah, Mist. Okay, ich glaube, da kann ich nochmal von vorne anfangen. Jetzt habe ich woanders hingeguckt, Alter. Mein Blick war woanders, Leute. Verdammt. Ihr könnt mich doch nicht dafür verurteilen, Leute. So, auf der anderen Seite jetzt auch noch. Da habe ich aber jetzt nichts gesehen. Auf der anderen Seite. Ja, juhu. Vor allem, das sind ja keine Durchgänge eigentlich. Ach, man ist so schön mobil mit dem Teil hier, ey. Wo mir langsam der Saft ausgeht. So, ich dreh mich nochmal um, guck nochmal. Nee, da hinten ist keine, sind bloß zwei. Okay, gut. Bloß gucken, ob ich es irgendwie noch schaffen kann. Ja, wo sind hier noch sechs Münzen? Wo sollen die. Wo? Ups. Okay, hier sehe ich schon mal einen Schatten. Aber ich sehe mich nicht mehr. Danke, Kamera. Dankeschön, die Kamera. Was ist denn? Ey, ihr kennt es bestimmt, weil ich es schafft, aber jetzt verkackt Mario hier mit den komischen Sprungdingern. So. Okay, hier ist noch eine. Da sind noch. Ich glaube, hier sind alle. 5. 6. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Außer vielleicht. Jetzt nicht so ja hier? Ja. So wird's gemacht. Da muss ich gleich wieder an die Worte dieses einen Palmer-Typen denken, der meinte, ich bin der Mann. Ne, Leute, wisst ihr noch? Schön. Complete. Level komplett. Nice. Und 59 Insignien der Sonne. Mit 60 haben wir die Hälfte. So, ich glaube, es gibt ja aber keine andere Mission mehr, die sich, sag ich mal, so schön leicht machen lässt. Fällt mir spontan nicht ein. Wir haben schon sehr viel hier gemacht. In der Overworld, ja. Es sind, glaube ich, sogar bloß noch die beiden mega schlechten Missionen. Ach, naja, komm, was soll's. Wir probieren es mal. Aua! Ja, ich habe die Kisten gemacht. Jetzt muss ich halt das hier machen. Der Quatsch. Hier unter ist nämlich ein Level. Das sehr ominöse Pachinko-Level. Ja, was ist ein Pachinko? Ein Pachinko ist so eine Maschine, da haben die Japaner mehr Ahnung von. Das ist irgendwie mega der Hype in Japan. Irgendwie, dass die das total toll finden, da irgendwie so einen Quatsch zu machen. Aber wir eher nicht so. Aua,
So, was hier das Problem ist, ja, wir müssen halt die Münzen sammeln, indem wir da in Löcher reinfallen. Wir können auch komplett durchfallen und sind dann tot. Das Doofe ist, hier ist mega heftig deine Steuerung gesperrt. Das ist ganz komisch. Ja, man darf sich jetzt kaum bis gar nicht bewegen, weil einfach die Steuerung sich sagt, nö. Hier muss man ultra vorsichtig sein. So, jetzt finden wir, das waren ja so die einfachen Münzen. Drei Münzen noch, die sind da irgendwie in den oberen Dingern. Ich muss halt echt mal schauen. So, ich bewege mich eigentlich hier immer ungern. Aber das sollte ich mal vielleicht machen. So. Okay, noch zwei Münzen. Okay, alles klar. Also bisher habe ich noch nicht viel gemacht. Ich bleibe einfach die ganze Zeit ruhig. Und hoffe, dass ich irgendwo hier gut... Also hier landet man irgendwie immer. Das bringt jetzt bloß leider nicht so viel, weil... Ich habe gerade gesehen, ich komme da nicht hoch. So, vielleicht ja jetzt. Nein! Und du kannst auch da nicht mehr irgendwie aufstehen oder nochmal springen. Kannst du komplett vergessen. Du machst einen Fehler. Mario rutscht richtig dumm irgendwo ab. Sehr, sehr schlimmes Level. Also mal von vorne. Zum Glück habe ich so viele Leben. Boings. So, die ersten drei sind easy. Man bleibt denn jetzt ganz ruhig. Ich will hier hoch. Um dann halt... Oh. Ja, toll. Kann man vergessen, ich nehme mal die hier mit. Okay. Und hier auch kannst du fast die Arsch machen, ey. So richtig... Das ist richtig der Trottel. Und kannst nicht mehr springen. Obwohl das ja nicht so schräg aussieht. Und das ist... Irgendwie das meiste, was einen da gestört hat, ist halt wirklich, weil das bisher nicht so war. Bisher konntest du ja immer noch so ein bisschen dich steuern und so was alles. Und guckt euch das an. Guckt es euch an. Und das war's. Ich konnte nicht lenken. Nichts machen. Gar nichts. Mario ist gerutscht. Verloren. Ich muss mal gucken, wie man da am besten jetzt in eine gute Ausgangsposition kommt. Also wenn ich mich nicht bewege, gar nichts mache, nur so ein Ass-Top lande ich immer hier. Was Schlechtes. So, dann spring einfach ein bisschen. Guck mal, guck dir das an. Guck dir das an. Und dann wird er sich schön stecken. So, Glück gehabt. Ich kann ja in den Raum reinfallen, kann ich ja nicht, weil da so eine, ist ja so eine Pseudo-Glasplatte, müsst ihr euch vorstellen. Ja, wo man nicht, man kann nicht rausfallen. So, ich will jetzt mal, deswegen nach links lenke. Okay. Dann kann ich hier ein bisschen noch... Och, Mensch, Mario. Warte, ich will dann die Münze haben. Zwei Fliegen mit einer Klappe, schnell! So, dann lenke ich jetzt mal, ganz weit nach zur rechten Seite. So, dadurch komme ich nach ganz oben. Okay. Aber Mario rutscht auch sofort, weil die Entwickler halt nicht wollten, dass du die Mission von der Rückseite aus machst. Ja, das ist ja alles sinnig und so, aber irgendwie trotzdem, dass du hier kaum Bewegungsfreiheit hast, ist so nervig. Man kann auch ein bisschen versuchen, hier zu fliegen. Aber man sieht halt auch nichts, ne? So, jetzt fehlt bloß noch die. Es fehlt bloß noch die ganz hinten. Oh Mann, oh Mann. Die würde ich gerne nochmal versuchen, irgendwie anders zu bekommen, aber ich glaube, das wird nichts. Man kann auch versuchen, hier so ein bisschen zu machen. Nee, warte, will ich jetzt nicht machen. So, ich muss nach ganz nach hinten, aber ich hab Angst. Weil ich ja auch nichts sehe. Kann ich nicht irgendwie jetzt hier hochspringen? Kannst du vergessen. Mario kommt nicht mehr. Mario kann nicht mehr aufstehen. Es geht nicht. Das ist so bescheuert. Weil du dich halt fragst, was soll denn das? Das war doch vorher nicht so. Warte mal, konnte ich nicht irgendwie so, ja... Kann ich hier nicht so wenigstens drauf stehen? Nee, hier auch komplett runterrutschen. Weil das ist die letzte Münze. Die will ich eigentlich gerne haben. Ohne großes Risiko zu machen, aber... Ey Leute, ich muss halt nochmal, ich muss das ja nochmal machen, weil ich den Stern haben will, weil der Stern spawnt da auch in der Maschine drinne. Ist cool, ne? Ey, guck mal, Mario wird richtig komisch von irgendeiner Gravitation angezogen. Richtig, merkst du richtig gegen deine Steuerung arbeiten. Und das geht gar nicht, weil das, ne, wenn zum ersten Mal, irgendwie hat das ja keinen sichtlichen Grund, dass das passiert. So, okay. Ups. Okay. So, das sollte ich jetzt eigentlich schaffen, wenn ich mich jetzt nicht bewege, ne, bei dieser Aktion da. Wenn ich mich nicht bewege, sollte ich ja eigentlich darin kommen. Genau in die Mitte. Ey, komm schon, aber das Wesen erledigt. Ich bewege mich jetzt nicht. Okay, das wollte ich. Jetzt bloß nicht abrutschen, Mario. So, jetzt bedeutet mal ein ganz bisschen noch. Oh, Gott sei Dank, Alter. Yes! Eines der dümmsten Level abgeschlossen. Gut. Aber eins kommt noch, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, weil
Naja. Aber Leute, ich bin zufrieden, wir haben es geschafft. Ja. Ein Step ist erledigt, cool. Ich hab beim zweiten Mal, ne? Ey, ich freue mich, Leute. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch auch wieder gefreut, dass heute ein Part kam. Und guckt euch unsere Statistik an. Die ersten vier Welten sind komplett, auch wenn man es jetzt hier nicht sieht, inklusive der blauen Münzen. Ja. Alles schön gemacht, alles toll gemacht. Das heißt, dass wir beim nächsten Mal in eine neue Welt gehen. Und die chronologisch nächste Welt ist hier die vierte. Müsste die sein. Wir können natürlich, wie gesagt, wir können schon die letzte Welt, wir können die Ananas verstopfte Welt, aber nein. Ich gehe erstmal hier rein beim nächsten Mal. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, diese Erleichterung, ey.